Wann immer sich die Möglichkeit ergibt, reite ich Bambu in unebenem Gelände. Da reite ich sehr viele Trabschrittübergänge und versuche ihn dahin zu bringen, dass er den Hals fallen lässt. Das heißt, Schritt mit relativ langem Zügel, Traben mit relativ langem Zügel. Und immer wenn die unebenen Stellen kommen, sprich es geht bergab oder bergauf, dann pariere ich in der ersten Zeit durch zum Schritt. Den Übergang versuche ich dann so zu reiten, dass es möglichst aus den Gewichts- und aus den Schenkelgehilfen erfolgt und dass ich möglichst wenig mit der Hand machen muss. Das heißt, er lernt dadurch, auf gefühlvollere Hilfen zu reagieren. Als ich das die ersten Male gemacht habe, habe ich immer beim Bergabreiten, so wie hier, durchpariert zum Schritt und bin danach entweder angetrabt oder angaloppiert. Mittlerweile geht es sogar ganz gut, dass man die leichten Steigungen und das leichte Gefälle bergauf und bergab traben, manchmal sogar galoppieren kann. Die erste Zeit war das echt eine mühsame Angelegenheit und ich habe immer gedacht, oh, hoffentlich fallen wir nicht um. Weil man glaubt es nicht, dass ein Pferd mit so vier großen langen Beinen und so einer großen Übersetzung doch so ungeschickt sein kann. Aber mittlerweile macht er das eigentlich recht gut und hebt sich auch gar nicht mehr so viel raus. Der Vorteil von dem Durchparieren gerade kurz vor diesem Bergabreiten ist, dass er das Hinterbein auf eine unkomplizierte Art und Weise ranschließen muss.